Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Vorstellung von Thymus, das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Gechannelt durch Daniel Scranton am 25. Juli 2023. Übersetzt von Wolfgang. Segnungen. Wir sind Thymus. Wir sind das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Wir kommen jetzt zu euch, weil so viele von euch bereit sind, ihre eigene Meisterschaft zu erlangen, und wir glauben, dass wir das perfekte Kollektiv sind, um euch in einen Zustand der Selbstmeisterschaft zu führen. Wir haben Beziehungen zu jedem Einzelnen von euch, und es gibt mehr aufgestiegene Meister, als ihr wisst, denn viele Meister haben ein Leben in der Anonymität geführt, viele haben sich nicht um Anerkennung bemüht, und so ist unsere Zahl hier in der 12. Dimension enorm. Wir sehen uns jedoch nicht mehr als eine Gruppe von Individuen. Wir sind ein kollektives Bewusstsein nicht physischer Wesenheiten, die sich zu diesem Kollektiv zusammengeschlossen haben, das wir als Thymus bezeichnen. Die Thymusdrüse befindet sich direkt über dem Herzen. Wir repräsentieren das hohe Herzchakra. Das hohe Herzchakra in euch verbindet euch nicht nur mit uns, sondern es repräsentiert auch uns in euch. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass ihr immer dann, wenn ihr euch als individuelles Bewusstsein mit einem von uns verbunden habt, auch mit dem Kollektiv verbunden seid. Yeshua, Saint-Germain, Buddha, Kuan Yin, Mutter Maria, Maria Magdalena, Melchisedek, Babaji, und die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ihr seid bereit, die nächste Ebene eures Bewusstseins zu erreichen. Wir wissen das, weil wir, wie die Arcturianer, ständig nach euch sehen. Wir sind nie getrennt von euch und wir haben nicht nur unsere Energiesignaturen aus unserem Leben auf dem Planeten Erde zurückgelassen, sondern wir leben im Geiste unter euch. Wir leben in euch, in euren hohen Herzchakren, und begleiten euch in die 5. Dimension, halten eure Hände und führen euch zusammen mit euren Geistführern, den Erzengeln und den vielen anderen Helfern, die ihr habt. Wir werden in nächster Zeit bei vielen Entwicklungen behilflich sein, und einige dieser Entwicklungen werden diejenigen betreffen, die ihr in eurem Leben als schlafende Wesen gekannt habt. Wir möchten, dass ihr wisst, dass auch ihr für diese Erweckungen verantwortlich seid, denn wir haben in eurem Leben schon so oft durch euch gearbeitet. Wir werden mit euren Geistführern zusammenarbeiten, um euer Erwachen, euren Aufstieg und den Zugang zu eurer Selbstmeisterung fortzusetzen. Und wenn ihr unsere Gegenwart spürt, werdet ihr wissen, dass das, was wir euch jetzt sagen, wahr ist. Ihr werdet es wissen, weil ihr es fühlt und nicht, weil das, was wir euch sagen, für euren logischen Verstand Sinn macht. Das ist alles für den Moment. Wir sind Thymus und wir sind immer unter euch. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.